Ein gestrandetes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal den Hundesimulator. Und zwar müssen wir versuchen, so fett wie möglich zu werden, damit wir dann gegen den Baum springen können, um unser Plüschtier zurückzubekommen, was die böse Katze da versteckt hat. Und wir können uns Kleidungsstücke aussuchen. Und wenn wir die nehmen, geben uns die Menschen Essen dafür, dass wir ihren Ansprüchen entsprechend aussehen. Und, oh ja, hier ist schon mal eine Karotte. Und irgendwie ein Kohl, den wir auf dem Kopf haben. Damit sehen wir schon mal eklig aus. Das sollte vielleicht irgendwem auch gefallen. Was hat denn diese Frau hier? Oder dieser Typ mit langen Haaren? Keine Ahnung. Was macht der denn? Okay. Aha, der wirft das Stöckchen genau da rein, wo wir gerade waren. Gut, dann machen wir einfach nochmal dieselbe Taktik. Wir gehen hier rauf und dann können wir ganz leicht reinspringen. Ja, da haben wir das Stöckchen und jetzt... Achso, ja. Über die Melone können wir wieder raus und wir können ihm das Stöckchen zurückbringen. Und schon haben wir was zu essen gekriegt. Und das müssen wir jetzt noch ganz schön oft machen, damit wir fett genug werden. So, mal gucken. Oh ja, der hier will, dass wir eklig aussehen. Und wir müssen jetzt versuchen... Ah ja, wir müssen versuchen, den Knochen oder die Leckerlis immer auf unserer Nase zu balancieren. Und da, also eigentlich ist es einfach ganz einfach, wie beim Tankstellensimulator, beim Anstreichen, immer im Bereich bleiben. Und wir können das einfach normal machen. Back. Was ist Back? Sitz. Nee. Okay. Das Spiel habe ich nicht verstanden. Ist ja auch auf Englisch. Okay. Oh. Hä? Das habe ich auch nicht verstanden. Nochmal nächstes Spiel. Ach so, wir dürfen nur gehen, wenn die Ampel im Hintergrund auf grün steht. Okay. Ah. Habe ich jetzt ein bisschen verpennt. Jetzt. Komm. Okay. Immer bei Gelb schon stehen bleiben. Wir wollen hier nichts riskieren. So. Und jetzt sind wir auch gleich dran an ihm. Und dann kriegen wir unsere Leckerlis. Ja. Geschafft. Und da haben wir unsere Leckerlis. Können wir nochmal? Nee. Okay. Wir können nur zweimal. Was haben wir hier? Ein Snake Snack. Hat auch noch ein bisschen was gebracht. Und einen legendären Pilz. Der hat auch was gebracht. Okay. Der hier gibt uns keine Aufgabe. Sind wir denn schon schwer genug? Nein. Wir müssen noch fetter werden. Oh, ein Drachenkostüm. Ich weiß nicht, ob uns das was bringt. Was willst du haben? Dreimal stinkig müssen wir aussehen. Wie kommen wir rein? Also wir können auf jeden Fall bellen. Aber das... Ah doch. Dann kommt unser Frauchen und macht uns die Tür auf. Das ist gut. Ich glaube, die darf uns nicht sehen, wenn wir was essen. Deswegen müssen wir vorsichtig sein. Was haben wir? Ein Spike-Collar. Also ein Spike-Halsband. Ja, okay. Ich habe ja auch schon gesehen in der Küche. Da ist richtig viel Zeug. Oh, sie öffnet uns die Schublade. Nein, das müssen wir nutzen. Aha, was hat uns das gebracht? Ich weiß es nicht. Wir haben irgendwie eine Eiswaffel oder sowas gekriegt. Hier ist auch noch eine verschlossene Tür. Da bellen wir mal. Vielleicht wird uns die dann auch noch geöffnet. Ja, bitte mach mal auf. Danke. Was ist hier drin? Ein Plüschaffe. Ja, aber der gehört zur Kategorie irgendwie niedlich oder sowas. Den brauchen wir tatsächlich sogar dann hier. Okay, dann nehmen wir den gleich mit. Weil der lohnt sich jetzt. So. Und jetzt können wir bei der hier schon wieder Minispiele spielen. Und zwar machen wir wieder was mit der Ampel. Okay. Das können wir ja jetzt einigermaßen. Und wir haben es geschafft. Da gibt es wieder Essen für uns. Wieder ein paar Chicken Nuggets. Und wir machen es einfach direkt normal. So einfach ist es, sich hier Essen zu verdienen. Und zweites Mal geschafft. Okay. Nochmal ein Reward Snack. Und wir müssen nochmal das andere holen. Liegt das jetzt hier noch? Nee. Okay. Da haben wir wohl Pech gehabt. Das ist hier oben. Kann ich das essen? Nein. Kann ich überhaupt hier irgendwas essen? Doch, hier. Hello Froggy kann ich zweimal essen, tatsächlich. Oh, hier oben sind sogar drei Sachen, die ich essen kann. Kann ich irgendwie Wein trinken oder sowas? Nee, schade. Ah, hier ist wieder ein Halsband. Das macht uns nochmal stinkig, okay. Da fehlt uns jetzt nur noch eine stinkige Sache. Oh, warte, hier ist noch ganz viel. Irgendwie ein Steak ist hier noch. Nee, das brauchen wir nicht. Hier ist noch eine Suppe. Oh, nee, Nachos sind das, okay. Eine vegetarische Platte. Da, noch ein paar Sandwiches. Ganz viele andere leckere Sachen zum Essen. So, noch ein paar Eier. Hier hinten ist auch noch ganz viel. Ham, 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 alles essen. Okay. Oh, wenn wir jetzt links gucken, sehen wir, dass die Waage, die zerbricht schon fast. Denkt ihr, wir sind schon schwer genug, um jetzt gegen den Baum zu hüpfen? Ich probiere es einfach mal. Tatsächlich. Quackerjack. Und? Wir haben es geschafft.
Das war einfach. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Leider ist das Video heute nicht ganz so lang, weil ich etwas wenig Zeit hatte. Aber ich hoffe, ihr habt es trotzdem genossen. Schaltet gerne das nächste Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.